sich auf der linken Seite. Spannend. Und Sonne. Satt. Wir schon wieder. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Hallo. Ach ja, wir sind ins Grüne gefahren. In meine Heimat. Genau, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern. Sehr richtig betont. Und zwar am Tollensesee. Hier war ich aber noch nie. Ich war hier auch noch nie, genau. Das ist in der Nähe von der Müritz, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Genau, und diese Anlage hier heißt Auszeit. Hier stehen 4 Hütten. Ne? Denn diesmal, dieses Wochenende, gucken wir uns kein Tiny House an, sondern wir gucken uns ein Mini House an. Okay, wo ist der Unterschied? Normalerweise Tiny Häuser sind halt sehr, sehr klein und die sind auch mobil. Die sind meistens auf dem Fahrwerk mit Rollen. Ja. Und diese Häuser hier, die haben ein richtiges Fundament und sind halt nicht bewegbar. Also eine Ferienhütte. Ja, es ist wie eine Ferienhütte, nur einfach auf cool. Stylisch. Ganz genau. Und wie stylisch, ne? Das gucken wir uns jetzt mal an. Los geht's. Wo ist eigentlich Lotti? Ich habe keine Ahnung. Also, die läuft hier schon irgendwo rum. Also, ganz wir genau. haben sie mitgenommen. Ja, hier ist nämlich wunderschönes Naturschutzgebiet und so. Ja. Das zeigen wir euch noch. Erstmal zeigen wir euch die Hütte. Gute Sicherung. Schön im Holz wieder. Cool. Diesmal haben wir eine Holzhütte. Nicht schlecht. Und eine große. Ja. Schick, schick, schick. Ist keine Tiny. Nee. Ist kein Tiny? Ist kein Tiny. Ist ein richtiges. Fast Tiny. Richtiges Holzchen hier und zwei Betten, Lotti. Mit oben und unten schlafen. Cool. Na, wo willst du schlafen? Oben oder unten? Oben. Guck mal, und wir haben auch auf jeden Fall für 3 Leute Bettwäsche. Wow. Und super Treppen. Guck mal, so ein richtig schickes Geschirr. Hier können wir noch runterkommen. Hi, na, hallo, dann kannst du direkt was hier kochen und dann, hallo hier, bitteschön. Ja, hallo beim Kochen. Oh, der ist ja niedlich. Ja. Ach, wie süß. Ganz schön verkalkt aber. Ah, ja. Kalkhaltiges Wasser. Kann sein, ne? Ja. Ja, Müll. Aha. Geht sogar selber auf, das ist auch cool. Und hier ist noch der Kühlschrank. Okay. Ja, wir haben heute natürlich auch auf jeden Fall richtig Glück, denn das Wetter passt hier hervorragend zu diesem kleinen Tiny House. Und jetzt guckt euch das mal an. Hier kann man sich ganz gepflegt ins Fenster chillen und ein bisschen den Ausblick genießen. Ins Naturschutzgebiet hier. Große Fensterflächen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Also es ist sehr schön lichtdurchflutet. Der Raum ist hier, würde ich mal sagen, recht praktikabel gestaltet. Dadurch, dass hier diese beiden Betten übereinander gebaut sind. Also hier unten mit so einer kleinen Höhle, wo man unten schlafen kann. Das ist doch echt süß hier. Und oben kann man dann halt auch nochmal schlafen. Und hat dann ein kleines Dachfenster. Ja, was willst du machen? Guck mal, was habt ihr da noch so für Schalter alles? Das ist nicht Licht. Warte, ich probier mal. Das ist das Licht. Aber ich befürchte, wir haben rechts. Keine Handtücher? Ja, ist okay. Hä, lass mal den Dach hier. Oh, hier sind Staubsauger, Spiele. Die würden ja normalerweise irgendwo beim Bad liegen, ne? Theoretisch würden die beim Bad liegen. Haben wir echt keine Handtücher? Ah, guck mal, das ist das Licht, was du jetzt angemacht hast. Ah, ich guck mal gerade im Badezimmer. Guck mal. Hier haben wir einmal das Badezimmer. Na, ja, nicht schlecht. Die steuert alles. Mit einer Dusche. Begeber. Hier ist auch ein bisschen Seife. Ein Froh an die Seifenspenders. Die haben hier sogar eine Waschmaschine, ne? Ja, das ist krass. Also kannst du auch für längere Aufenthalte benutzen. Ja, genau. Einen kleinen Toploader.
Oh, guck mal, aber da oben ist schon wieder so ein Setzriss. Ja, ja, genau. Hier arbeitet das Holz ein bisschen, ne? Mhm. Haben die auch gesagt. Ja. Ein kleiner, also ein Handtuchhalter ist schon mal da, aber keine Handtücher. Das ist natürlich... Hier unten sind die Handtücher. Leute. Ach da. Mensch. Alles da. Alles da. Oh, also. Guck mal, Klopapier. Klopapier, und Handtücher, so ein... Föhn. Guck mal, wir haben das Gleiche mit. Ja. Perfekt. Saunaaufguss, also es ist alles vorhanden. Das ist doch Mann, sogar wunderbar. Sogar Erste Hilfe, alles. Ja. Ganz schlecht. Genau. Und hier ist irgendwie so ein Sonos-Soundsystem, ne? Okay. Ja, ich weiß aber nicht, was wir jetzt machen müssen. Wahrscheinlich per WLAN verbinden. Musst du dich wahrscheinlich erst per WLAN verbinden. Genau, dann sind hier eine Menge Schalter, wo... glaube ich, hier die ganze Fensterfläche auch noch mal verdunkeln können. Ah, guck mal hier. Hier gibt es aber ein Passwort fürs WLAN. Hast du das? Bestimmt. Ich guck gleich mal in der Mail. Mhm. Also hier kann man das alles noch mal richtig schön verdunkeln. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Guck mal, wie sich die Seile dort abseilen. Ja, ja, also funktioniert das. Ah, genau. Mhm. Und... eine riesengroße Fensterfläche und somit bist du, oh Lotti, putzt dich, somit bist du, jetzt machst du es ja gerade zu, jetzt mach ich es gerade zu, aber somit bist du halt auch nochmal mittendrin statt nur dabei, ne, komplett in der Natur. Lotti hat sich gerade nach draußen verdrückt. Kuckuck. Wir machen es wieder hoch, okay? Genau, wir machen es wieder hoch. Ja, das ist doch echt stylisch, ne? Hier auch mit diesem. Aber die wichtigste Frage, wo ist jetzt die Sauna? Absolut. Aber die haben wir ja gerade schon draußen so ein bisschen. Aber wir waren noch nicht drin. Wir waren noch nicht drin. Wir waren... Mach mal runter, vielleicht schafft ihr es auch da drunter. Ja, Limbo. Wir gucken gleich mal, ne? Aber die Lampen finde ich ja ganz stylisch hier, ne? Ja. Jetzt müssen wir gleich nur noch rausfinden, wie diese ganze Technik hier geht. Mit den Boxen und so. Wie macht man das denn? Komm, wir setzen uns einmal kurz in die Sauna rein. Komm schon. Ja, ich meine, das Gelände ist hier natürlich echt ein Träumchen, ne? Muss man mal sagen. Da unten ist der Tollensee-See. Die Kabine von Kevin Won. Habe ich mir schon im Internet angeguckt. Eine Berliner Agentur bzw. ein Architekt, der das hier konzipiert. Die gibt es auch als Doppelvariante, was auch echt schick ist. Ah, hier mit Außendusche. Und dann. Ui, okay. Das ich habe schon mal angefangen. Oh, es riecht sogar ein bisschen nach Sauna. Ja, und allerdings. Die Sonne macht gerade für uns Sauna. Ja, aber wirklich, ja. Du kannst hier einfach ein Sonnenbad nehmen. Toll. Ohne, dass der Wind irgendwie stört. Ja, das ist toll. Also, dann kann ich so eine Sauna haben wir uns eigentlich immer gewünscht, ne? Mit so einem Ausblick. Wahnsinn, das ist ja echt? Toll. Echt? Habt ihr das, ja. Oder? Ja. Besser geht das doch gar nicht. Wir sind mal gespannt. Mit so einem Fenster, das war super. Ja, ne? Wir haben hier eben gerade auch schon das Hausmanagement kennengelernt. Ja. Und wir haben gehört... An der Stelle lieben Gruß an diesen Marc, den haben wir noch nicht kennengelernt, aber wir hatten einen netten Mailverkehr mit ihm. Mailverkehr? Mailverkehr. Und wir haben auf jeden Fall gehört, dass gestern Abend hier ein wundervoller Sonnenuntergang gewesen sein soll. Mhm. Bin mal gespannt, ob wir das heute auch haben werden. Ja, aber jetzt ist das Wetter noch so schön, wir wollen ein bisschen die Gegend erkunden. Genau, jetzt gucken wir uns mal an, wie das hier so um und bei aussieht, oder? Los geht's. Halt. Thank you.
Guten Morgen. Ja, die Damen haben heute Nacht hier über mir geschlafen. Ich habe hier unten geschlafen, in dieser kleinen Höhle. Und ich fand es saugemütlich. Also umrahmt von diesem wunderschönen Holz. Und ich muss mal sagen, die Verarbeitung ist auch wirklich, wirklich gut gelungen. Ich habe da ja leider so ein kleines Auge für, bin da ja so ein bisschen penibel, was das angeht, gerade auch was Holzarbeiten angeht. Aber wenn man sich hier so diese ganzen kleinen Rahmen anguckt oder diese Löcher, die hier unterm Bett mal gebohrt wurden und halt auch nochmal wieder ein bisschen gefarst worden sind, das ist, sieht alles sehr, sehr schick aus. Aber das Schickste war natürlich, hier heute Morgen aufzuwachen mit dem Blick nach dort draußen. Und heute Nacht hatte es auch noch geschneit. Und dann guck mal, was man hier für einen tollen Blick hat, wenn man hier so rausgucken kann. Wir waren ja gestern Abend noch in der Sauna und zum Abkühlen haben wir uns dann hier draußen einfach auf die Terrasse gesetzt. Und was hier auch ganz toll ist, ist die Nähe zu diesem Naturschutzgebiet. Denn man hört hier Geräusche nachts, das ist unglaublich. Also sowas hört man, glaube ich, auch nur in der Nähe von Naturschutzgebieten. Wir haben hier den Flügelschlag der Gänse gehört, die über unsere Köpfe hinweggeflogen sind. Also das war schon wirklich toll. Also von der Lage ist das hier auf jeden Fall einmalig. Jo, und entsprechend findet man hier natürlich auch sehr, sehr schnell seinen Lieblingsplatz. Das haben die auch ziemlich cool gelöst. Hier mit im Fenster sitzen und ein bisschen rausgucken, ne? Ich habe ja in meinem Kinderzimmer eine Holzvertieflung gehabt und
eigentlich einen kleinen Schaden, was so Holz an den Wänden angeht. Aber hier finde ich es einfach wunderschön. Es macht ein ganz besonderes Raumgefühl und auch ein Raumklima. Und ich finde, auch hier ist es sehr, sehr gut gelungen. Also im Vergleich, wir waren ja im Harz im Tiny House, da waren ja auch die Wände mit Holz vertiefelt. Es war auch ein sehr angenehmes Raumklima und auch das ist hier auch so. Was man hier sagen muss, was mir eigentlich auf jeden Fall bedeutend besser gefällt, ist die Aufteilung des Raums. Denn so macht es auf jeden Fall Sinn. Hier mit den Kojen, hier vorne mit dem Badezimmer. Gut, das Badezimmer, das hätte man jetzt nochmal ein bisschen spektakulärer machen können. Wobei, das ist natürlich schon auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Ne? Hier mit dem großen Toploader nimmt man sich natürlich so ein bisschen Platz. Auch das hätte man vielleicht ein bisschen sinnvoller und klüger planen können. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Was mir echt gut gefällt, ist diese Doppelaufteilung hier mit den Kojen. Unten und oben schlafen. So kriegst du hier auch in der Tat 4 Leute hin. Was hier auch ganz gut geglückt ist, sind die Staumöglichkeiten. Also ich habe hier auch die Möglichkeit, Klamotten wegzupacken. Denn da hinten sind große Schubladen. Hier überall sind so ein paar Fächer. Ja, ein schönes Raumgefühl ist es halt auch hier oben zu schlafen, nur hier oben zu liegen, weil man hier oben natürlich auch nochmal ein Dachfenster hat. Auch das bringt dem Ganzen hier schon nochmal einen ganz besonderen Charme und natürlich auch hier oben ein anderes Klima und Licht. Und man hat den Überblick über den Raum. Auch das ist sehr, sehr schön gelungen. Ich finde, was man halt eigentlich noch so ein bisschen optimieren könnte, wäre die Flexibilität der Räumlichkeiten. Also jetzt ist es natürlich auch sehr stark gegliedert. Wir haben vorne das Schlafzimmer, wir haben hier Schlafen und da hinten ja mit diesem großen Sitzbereich vor dem Fenster quasi den Wohn- und Essbereich. Ja, der Raum ist dadurch sehr gegliedert, aber ich finde, man hätte das so ein bisschen noch, jetzt vielleicht nicht unbedingt für ein Tiny House oder ein Mini House, was man vermietet, aber wenn man drin wohnt, dass man Wände vielleicht variabel gestaltet. Also, dass man ähnlich wie das bei unserem Buskonzept gewesen ist, die Möglichkeit schafft, Szenarien zu generieren, wo man schlafen kann und der Raum erweitert sich zum Schlafen und wo man tagsüber wohnen, arbeiten und leben kann und dann verringert sich der Schlafbereich und der Wohnbereich wird ein bisschen größer. Ich finde, da könnte man halt nochmal so ein bisschen, ja, da könnte man nochmal ran und ein bisschen Ideen entwickeln. Und was natürlich Susi begeistert, hier guckt euch mal an, hier hat man eine richtige Garderobe mit einem kleinen Schränkchen darunter. Da kann man nochmal ein paar Sachen verstauen. Und hier sind auch nochmal jede Menge Haken. Ihr seht schon, wir nutzen die auch ganz gut. Hier ist alles vollgehängt. Hier über dem Bad sind nochmal ein paar Schränke verbaut. Also Staumöglichkeiten hat man hier auf jeden Fall ohne Ende. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Von der Idee auf jeden Fall ganz smart ist hier diese raumteilende Küchenzeile. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr schick in diesem anthrazitfarbenen Dekor. Und hier ist so eine kleine Mikrowellen-Grillfunktion-Kombination verbaut. Und zwar in die hintere Wand. Und das ist natürlich echt praktisch. Und das kriegen die dadurch bewerkstelligt, weil hier die Hälfte der Küche dann unter der Treppe sitzt. Das ist doch irgendwie ganz smart gelöst, ne? Ich mag ja auch diese Multifunktionsmöbel. Also diese wandelbaren Möbel. Auf der einen Seite ist es ein Tisch und wenn man ihn zweimal dreht und einmal faltet, ist es plötzlich ein Kleiderschrank. Oder, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und solche Gimmicks, die haben natürlich auf jeden Fall eine Berechtigung in so einem kleinen Mini-Haus, denn der Platz ist begrenzt. Aber die Möglichkeiten dadurch natürlich auch immens. Also man kann hier sich coole Sachen einfallen lassen. Generell ist das hier auf jeden Fall schon die richtige Größe, finde ich. Eine gute Lösung. Und vor allen Dingen ist es natürlich nicht nur die Lage, sondern auch, guckt euch mal diese Fensterflächen an, ne? Mit dem Blick nach draußen, das ist schon auf jeden Fall ein absoluter Mehrwert. Jetzt scheint natürlich auch die Sonne und es ist wunderschön lichtdurchflutet hier. Aber das macht natürlich auch nochmal ein ganz, ganz anderes Raumgefühl. Das ist wie draußen wohnen, nur mit Fußbodenheizung.
Oh, was haben wir für ein Glück mit diesem Wetter. Nun schaut euch das mal an. Mit dem Blick hier ins Naturschutzgebiet. Und man hört ganz viele Tiere im Hintergrund. Das ist schon spannend. Aber wir wollen jetzt nicht in den Wald gehen, sondern wir wollen nochmal die Sauna nutzen. Denn auch die Sauna ist ja echt spektakulär hier mit dem Blick nach draußen in dieses Naturschutzgebiet. Und vor allen Dingen, was für ein Riesending, ne? Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Und hier, das ist natürlich echt spektakulär, ne? Mit diesem Blick dann da raus. Und vor allen Dingen auch die Sauna hier selber. Guck mal, der Saunaofen ist auch echt ganz schick designt, ne? Na ja, gut. Jetzt machen wir das Ding hier erstmal an. Stellen wir mal auf 90 Grad. Und dann sollte das losgehen. Ach du Scheiße. Schön vorsichtig, Lotti, ne? Sagte er und fiel den Hang herunter. Berechtigterweise werdet ihr euch jetzt fragen, ja, aber was sollen wir denn am Tollensesee machen? Das ist doch bestimmt brütend langweilig. Oh, hier kann man wandern. Leute, kann man hier wandern. Hier geht so ein Wanderweg direkt am See lang. Spektakulär. Bergauf und berg wieder runter. Also ist schon für etwas, ich sag mal, wanderfestere Leute, die halt auch ein bisschen sportlicher sind, so wie wir, so echte Sportsraketen. Ja, aber es macht Spaß und es ist halt eine atemberaubende Landschaft hier. Ein cooler Wanderweg, sehr spektakulär und durchgehend immer mit Blick auf den Tollensesee, der übrigens an der tiefsten Stelle 36 Meter tief ist, weil der noch so aus der Eiszeit kommt. Hier, ab und zu, wenn es mal regnet, hat man auch noch mal einen kleinen Unterstand hier, ne? Oder wenn die Schneestürme kommen und man total eingeschneit wird, dann ist das natürlich auch wichtig. Gerade jetzt in der heutigen Zeit haben wir ja gestern Nacht auch gemerkt, da ging es ja richtig zur Sache. Hier die Superwanderin habe ich hinter mir übrigens, ne? Guck mal da. Auch, dass du dich von den Bären treffen wirst. Richtig. Ja? Ah! Da ist schon einer. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Imbiss? Ja, nee. Hier kannst du wahrscheinlich dann irgendwie dein Bötchen im Sommer lagern. Entscheidung, da lang oder da lang? Das ist ein... Wie heißt der denn hier? Ein Naturlehrfahrt. Also hier lernt man ein bisschen was über die Natur. Und über das Naturschutzgebiet natürlich. Und, ist sie sicher? Ja. Ja? Noch ein bisschen. Diese Anbieter von diesen Mini-Häusern auch immer so oft betonen, ist die Tatsache, dass es in den Dingern hier mal kein Fernsehen gibt, ne? Mhm. Die haben mal keinen Fernseher. Ja, wir sollen halt... Man soll halt sich so drehen und nach draußen gucken, ja? Und in die Natur schauen. Und jetzt sag das mal einer Sechsjährigen. Schau bitte 4-5 Stunden in die Natur. Lotti, da hast du nicht so Lust zu, ne? Warum? Ja, sie auch nicht. Und deswegen, was machen wir hier, Lotti? Wir gucken Kinofilme. Genau. Wir haben nämlich unseren kleinen Beamer mitgenommen und uns hier ein kleines Bettlaken jetzt vor die Fensterfront gehängt.
schauen nebenbei ein bisschen dem doch nicht ganz so schönen Sonnenuntergang zu. Ach, na ja. Na ja, genau. Aber vielleicht könnte es heute sogar eine klare Nacht werden und ein bisschen Sterne im Himmel geben. Und wir haben auch momentan, ich weiß nicht, ob ihr es seht, wenn ich euch hier drehe, nach da oben, seht ihr da hinten ganz klein leuchten, den Vollmond? Der wird ja jetzt irgendwann nochmal rumlaufen und ich hoffe, dass man dann das spektakulär auch sehen wird. Ja, und jetzt gucken wir hier erstmal einen kleinen Film mit unserem Mini-Beamer, den wir da haben. Ja, jetzt muss ich mal anmelden. Ja, Susi muss ich erstmal anmelden. Nee, du, bei Amazon. Ah, ich muss mich anmelden. Wenn du willst. Keine Tiernamen mehr, okay. Kein Problem. Justine. Justine, du. Ich habe heute übrigens sehr gut geschlafen. Ich habe sowieso hier durchgehend sehr, sehr gut geschlafen. Ich habe ja auch durchgehend sehr, sehr gut geschlafen. Obwohl, heute Nacht bin ich einmal aufgewacht und ich dachte, die Nachbarn singen irgendwas draußen. Aber war es nur der Kopf? Ja. Ich dachte, da war ja auch eine Familie mit kleinem Kind, dass sie irgendwie versuchen, ihren Sohn zu beruhigen. Mhm. Aber es pfoff hier irgendwo der Wind durch. Wir hatten auch das Fenster oben auf. Ja, heute Morgen war hier richtig Sturm. Es war richtig Sturm, ne? Ja. Ging ordentlich zur Sache. Und ich bin aufgewacht, als du ins Bad gegangen bist und das Licht angemacht hast. Das ist ein bisschen nachteilig, ja. Das stimmt, das stimmt. Magst du noch was haben? Ja. Ja, Leute, so sieht's aus. Die wunderschönen 3 Tage, die wir verbracht haben, neigen sich dem Ende entgegen. Und entsprechend müssen wir auch am Ende dieses kleinen Filmchens noch ein Resümee schlagen. Mhm. Ja, grundsätzlich muss ich mal sagen, es ist einfach viel mehr als Tiny House. Es ist halt ein Mini-Haus. Also es ist mein Favorit bisher. Ja, und schlussendlich muss ich sagen, vielleicht ist es nicht nur
der Mehrwert der Größe, dass hier die Größe angenehmer ist, finde ich. Ne? Ja. Also du hast hier halt einfach, es geht nicht um Platz, sondern es geht um strategische Positionierung von Gegenständen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich hier so fühlt, als wenn man mehr Platz hätte, sondern es funktioniert halt einfach alles ein bisschen besser. Mit einem kleinen Manko aus meiner Sicht, und zwar der Wohnbereich, der Sitzbereich. Der passt für zwei Leute natürlich perfekt. Wenn hier zwei Leute Urlaub machen, dann kann einer da sitzen, einer da. Wenn es drei Leute sind, dann muss einer immer auf dem Boden liegen. Mhm. Entsprechend habe ich da auf dem Boden gelegen. Naja, wir haben gestern Kinoabend gemacht und haben hier so eine Leinwand improvisiert. Mhm. Und ich hatte den super Platz hier. Und Marco und Lotti haben dann sich auf Stühle gesetzt und es war ein bisschen unbequem, ne? Das war auf jeden Fall unbequem. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich großartig hier mit diesen Fensterflächen, mit diesem vielen Licht, dass man halt einfach sehr viel von der Natur mitbekommt. Man sieht extrem viel, man kann auch sehr, sehr weit hier schauen. Und nicht nur das, ne? Sondern man kann auch sehr weit hören. Mhm. Was halt auch fantastisch ist, dadurch, dass wir hier auf so einem Berg sind, auf so einer Anhöhe, und es geht da runter ins Naturschutzgebiet, hört man halt einfach unfassbar viele eigenartige Tiergeräusche, die wir so vorher noch nicht gehört haben, oder? Lotti, du hast sogar gesagt, hier gab es Dinosaurier. Nein, ich habe nicht gesagt, hier gibt es Dinosaurier, aber ich habe so einen ähnlichen Klang wie ein Dinosaurierschrei gehört. Genau. So ein leises wie ein Gespenster-Dinosaurier. Ein Gespenster, das sind die schlimmsten. Aber wir haben nichts gesehen, ne? Nee. Nee, ich aber Gespenster-Dinosaurier kann man ja auch nicht sehen. Ich dachte, wir sehen vielleicht noch mal ein paar Rehe. Ja. Aber die haben sich nicht blicken lassen. Nee, leider nicht. Also Tiere haben wir jetzt nicht gesehen. Doch, außer die Katze. Doch, die Katze. Die wilde genau. Katze. Genau. Und was auch fantastisch war, hier sind die ganze Zeit immer Gänse über uns rüber geflogen. Und die Gänse hat man auch sehr laut gehört. Ne? Die haben da hinten in dem Wald da auch... Da ist noch ein riesiges Naturschutzgebiet da drüben. Genau. Da darf man auch nicht reinwandern. Und ich glaube, da ist die Liebs, das ist nochmal so eine Art Minisee vor dem Tulensesee. Mhm. Und da treffen sich alle. Ja, da ist Party. Und dann hörst du da nachts die Gänseparty. Gänseparty, genau. Das war echt cool. Ja. Du erzählst nochmal das von den Flügelschleichen. Ja, das war auch schön. Also die Gänse sind so tief über uns geflogen, dass man den Flügelschlag gehört hat. Also wir haben uns hier draußen abgekühlt nach der Sauna, saßen hier so ein bisschen. Und dann sind die direkt über unsere Köpfe so ein paar Meter über uns geflogen. Und das war echt cool. Ja, grundsätzlich nochmal zu diesem Haus. Ne? Das funktioniert auch alles wunderbar. Es ist ja immer am besten, wenn man gar nicht merkt, dass einen irgendwas stört oder nicht stört. Und das ist hier bei dem Haus. Ne? Also es hat auch wieder eine Fußbodenheizung. Mhm. Entsprechend hat uns nicht gestört, dass es hier zu kalt oder zu warm war, sondern es war halt einfach genau richtig. Man hat keine kalten Füße gehabt. Es fühlte sich irgendwie alles richtig an. Also das Raumklima war auch toll. Ja. Also wahrscheinlich jetzt wieder durch das viele Holz in der Innenverkleidung. Denke ich auch. Und der Geruch ist nicht ganz so. Ich weiß nicht, warum. Nee, der ist nicht so intensiv. Nee. Aber oben sind auch noch mal Fenster gewesen, also man konnte dann auch nachts so ein bisschen das Fenster aufmachen. Ja. Es wurde ein bisschen frisch, aber wir haben ja immer extra Decken dabei und ich glaube, hier sind auch extra Decken, wenn man das braucht. Ja, sogar extra Kopfkissen auch, wenn man die braucht. Genau, und ich denke, sogar hier unten hätte man sich, das ist so weich, ja. Die Matratze hätte man sich auch hinpacken können, wenn man das wollte. Das stimmt. Also das ist schon ziemlich Papa. Cool. Genau. Also ich wollte noch was sagen, was ich vermute, warum das so komisch klingt. Das kam nämlich auch aus der Richtung so irgendwie. Mhm. Vielleicht ist da der Fuchs gekommen und hat die Gans gejagt. Das kann sein. Deswegen haben die vielleicht zwischendurch auch so einen Alarm gemacht, um sich zu warnen, die anderen. Ja, vielleicht war das auch der Schrei, wo er gerade in den Hals gebissen hat. Oh Gott. Weißt du? Naja, gut, das mag sein. Ja, hier auf dem Gelände sind ja vier von diesen kleinen Mini-Häusern. Zwei davon mit Sauna. Und die Sauna haben wir hier auch ausgiebig genutzt. Also, weil das ist natürlich auch wirklich nochmal ein Mehrwert und fantastisch. Mit einer Riesenscheibe und dem Blick hier auch in dieses Naturschutzgebiet. Das ist schon, wir haben hier schon echt ein tolles Gelände für diese Häuschen gefunden. Ja. Ja. Ja, die Raumaufteilung fand ich auch sehr gut. Ganz am Anfang, am Eingang, da ist gleich die Toilette.
Das Bad ist schön groß, hat sogar ein Fenster, so ein Dachfenster, es kommt viel Licht rein. Ja. Und dann kommt der Schlafbereich so beim Flur. Auch sehr gut gemacht, sehr viel Platz. Oben können zwei schlafen, unten können zwei schlafen. Aber wir haben schon gesagt, also wenn man mit Kind hier reist und vielleicht die ein bisschen früher ins Bett gehen sollen, dann wäre es cool, wenn es unten noch so eine Art Vorhang gibt. Ja? Dass das ein bisschen abgedunkelt werden kann, besonders im Sommer, wenn es noch lange hell ist. Ich, genau, vor allem, weil man die Möglichkeit hat, das ist ja schon so eine naturgegebene Höhle, die man da unten hat. Wenn man das noch verdunkeln könnte, wäre das natürlich nochmal ein kleines Goodie obendrauf. Grundsätzlich bin ich begeistert von dieser Verarbeitungsqualität. Also ja. So diese ganzen Materialien sind echt gut gewählt. So die ganzen Holzverbindungen, die man sieht, die sind ziemlich gut gewählt. Also es ist alles ordentlich verarbeitet. Es gibt nur einen Setzungsriss, glaube ich, so im Bad an der Wand. Das stimmt, aber da ist es gemalt. Ne? Da ist es gemalt, halt, vielleicht ist da auch irgendwas anderes gewesen. Ja, ja. Also das ist, kann schon sein, dass Holz arbeitet natürlich und dann ist die Farbe darüber gerissen, das stimmt. Ja. Es ist auch, also es ist sehr minimalistisch eingerichtet, aber trotzdem hat es noch so einen persönlichen Touch. Also es gibt auch, ne, hier so ein bisschen Kunst. Wir haben eine gute Ausstattung hier von der Küche, also so ein bisschen Öl, Pfeffer, Salz ist da und so die wichtigsten Küchengeräte sind auch da. Allerdings, das ist mir am Anfang aufgefallen, als ich hier die Küche mir mal angeguckt habe, also Töpfe und so, das hat alles eine vernünftige Größe. Das Geschirr ist wunderschön, also es ist nicht so 0815 IKEA Geschirr, sondern richtig schickes. Aber sie haben hier noch so einen Kaffeemacher, so eine French Press und so eine Thermoskanne. Und das ist alles so Miniaturform. Also theoretisch können ja hier vier übernachten. Und dafür ist es ein bisschen zu klein. Aber das ist auch das Einzige. Und der Wasserkocher ist auch zu klein für vier Leute. Das stimmt. Und wie gesagt, der Sitzbereich, den müsste man halt auch optimieren. Das ist so ein bisschen, ja, der Punkt, den man hier auch auf jeden Fall optimieren müsste und den ich auch optimieren würde. Aber ansonsten gefällt uns das hier sehr, sehr, sehr gut. Und was sie auch haben ist ein Tisch. Ja, ein Tisch. Ich glaube, das wird jetzt der Running Gag bei uns. Tisch, wahrscheinlich. Tisch. Genau. So, wir nutzen jetzt die Sauna. Genau, die letzten Minuten, die uns hier in diesem kleinen Mini-Haus bleiben, wir packen nochmal schnell zusammen und dann gehen wir nochmal schnell in die Sauna und müssen dann auch leider schon wieder los. Unsere Zeit ist hier abgelaufen. Leute, das heißt auch für euch, vielen Dank fürs Angucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte 2 Daumen da. 3 Daumen, 4 Daumen, 5 Daumen, 6 Daumen. Komm, lasst auf jeden Fall so viele Daumen da, wie ihr habt. Macht es gut. Vielen, vielen Dank fürs Angucken. Und was sagen wir immer, Lotti, nochmal zum Schluss? Haltet die Augen steif, bleibt gesund, macht es gut. Tschüss. 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 Und noch eine Sache. Dann grüßt nochmal schön das Haus, wenn ihr hier mal vorbei wollt. Juhu. Ganz genau. So sieht's aus. Macht es gut. Guckt. Und wir räumen jetzt hier auf. Mutti. Boy, it best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. Though you might be a liar.